Oliforte, 0-3 Niederlage gegen Servet, zum dritten Mal hintereinander in Rückstand geraten. Woran liegt das? Ja, heute muss ich sagen, haben wir viel Aufwand betrieben, weil leider weniger Trag geholt. Wir haben in dieser Phase, wo Servet den Konter fährt, haben wir eine super Chance vorher, 40 Sekunden vorher, wo wir in Führung gehen, wo wir super rausspielen. Und dann laufen wir in den Konter rein und ja, das zeigt ein bisschen das Spiel von heute. Servet ist mit wenig, sehr wenig Aufwand, sind zu 3 Goal gekommen. Das Resultat ist brutal, aber das spiegelt nicht ganz den Verlauf des Spiels. Aber eben, es fehlt einfach auf den letzten paar Metern die Konsequenz. Das hat man schön gesehen bei dieser Szene mit dem Fescholoi zweimal hintereinander. Gerade nicht konzentriert gewesen, nicht gedacht, dass der Ball zu ihm kommt. Ja, ich weiss nicht, ob er verschrocken ist oder nicht parat ist. Ich weiss nicht, müssen wir fragen. Aber das zeigt schon ein bisschen das Manko vom heutigen Spiel, wo wir hätten kaltblütiger als Werk gehen müssen. Aber es ist einfach so, im Vergleich zum Luzernmatch vor ein paar Tagen, ist einfach ähnlich am Anfang, aber dann hat es aufgebaut am Schluss noch gefehlt. Nein, also ähnlich war es nicht, weil die erste Halbzeit war viel besser als die gegen Luzern, weil wir haben eigentlich das meiste vom Spiel im Griff gehabt, aber leider nicht finalisiert vorne, nichts daraus geholt, wo wir viel Aufwand ohne Ertrag haben. Was aber wieder ähnlich war, wieder ein früher Wechsel hat es geben, wieder verletzungsbedingte Auswechslungen, das kommt auch noch ein bisschen Pech dazu. Das ist das, was uns auch ein bisschen im Bruch gegeben hat im Spiel, weil der Pavlovic hat bis zu dem Zeitpunkt einen sehr guten Match gemacht und das hat nachher, leider habe ich müssen dann den Moritz auf links nehmen, weil der Tauland rechts spielt und das hat schon ein bisschen einen Bruch gegeben im Spiel. Mal. Jetzt läuft im Moment noch eine Partie Lausanne gegen Sion, Lausanne ist in Führung, das könnte noch mal lang werden. Ja, ich hoffe, Sion kann da ausgleichen. Es war, glaube ich, 1-0 für Lausanne, oder? Ich hoffe, Sion kann da ausgleichen, aber wir müssen nicht auf die anderen schauen. Wir müssen auf unser Spiel schauen und das analysieren und das nächste Mal wieder besser machen.